Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Crater Lake Force Projekt. Ja, Freunde, wir haben beim letzten Mal so übelst viel Asche gemacht, dass wir uns einen Harvest auch kaufen können. Gott sei Dank. Problem ist, wir müssen eigentlich die Straße räumen, dass man hier wieder langfahren kann. Bedeutet, wir müssen hier nochmal ein bisschen Holz aufladen. Schnell kriegen wir hin, oder? Das ist jetzt nicht das Problem. Wir legen einfach mal los. Wir machen hier nochmal schnell voll. Mal gucken, wie weit es reicht. Vielleicht wird es wirklich nochmal ein Trailer voll. Werden wir ja sehen. Aber beim letzten Mal nur gemacht, so was hier, ne? Holz aufladen und so. Aber ich muss dir sagen, Holz aufladen ist cool. Weil bringt halt übel viel Asche am Sägewerk. Kann man da ruhig schon mal machen. Was ist denn hier los? Outload hat keinen Bock, wie ich gerade merke, aber ist egal. So, wir machen einfach mal voll. Na, hallo? Na, greif doch zu. Ist nicht schlimm. Trau dich? Weiß keiner. So. Genau. So, immer schön voll machen. Immer feste drauf. Gut, da wirklich im Bock hier anscheinend. Sag mal, geht hier nur so viel, oder? Ja. Das geht natürlich nicht. Na dann warte mal. Wir helfen natürlich, wo wir können. So, wir nehmen dich und schieben ihn nach vorne. Nimm alle anderen mit. So. Keiner bleibt zurück. Alle dürfen mit. Ja? Ja, wohl klar. Sie ist dort schon, funktioniert die Ansehschicht so, wie sich das gehört, oder auch nicht. Wir fahren ein Stück vor und dann geht's weiter. Na? Könnte gut liegen. Die Jote hier noch rum, das ist schon mal sehr viel wert. Ja. Ja, grenzwertig. Und tschüss. Du darfst ja normal. Ja, leg dich doch dahin. Ist auch viel besser für dich. So. Versuch doch in der Mitte nochmal. Nee, das ist nicht die Mitte gewesen. Das ist die Mitte. Genau. Siehst du. Wirst du festgegotet? Ja, vorne müsste. Wenn wir so ein bisschen hin und her klappern und wackeln, dann reicht das. Gut. Zweiten Stapel. Hier sind wir natürlich viel zu weit vorgefahren, aber ist mir ja. So, Stapel Nummer 2 und Abfahrt. Wir greifen hier einfach alles raus, was wir kriegen können, ne? Schön voll machen. Also der Trailer wird, glaube ich, wirklich voll. Da brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Das wären ja nochmal so knapp, ne? 45.000. Wenn die letzten Bäden fuhren, die waren ja schön voll bepackt, waren diese Bäde über 90.000. Dann ist ein Trailer also mindestens 45.000, ne? 6 Meter. Kann man schon mal mitnehmen. Dann macht es auch Sinn mit 60.000, weil wir hatten ja sonst immer den HW80 hinter, diese Holzanhänger. Das war dann quasi zwei, also drei Stapel immer gewesen. Ne? Wenn einer so 45 und dann nochmal knapp 15, dann bist du ja bei 60 ungefähr. Dann kommt es wieder hin, dann war ja meine Rechnung doch gar nicht so falsch. Na? Mehr will er nicht. Zöger nicht, greif zu, mein Freund. Kennt ihr da in der Mitte ja noch ihn? Nee. Nein, das ist die falsche Mitte. So, du kommst wieder hoch. Genau da. Perfekt. Ach, der macht seine Gurte noch rum. Guck mal, wir müssen ja auf den zweiten Stinkchen umsteigen hier, auf den zweiten Trailer. Der erste ist voll. So. Komm mal schön dicht dran. Jetzt denke ich mal, willst du nur ein Stapel werden, oder? Wir probieren. Hallo? Er möchte das nicht. Warum liegt denn der jetzt wieder komisch? Mal no. Ich habe gedacht, das wird eine schnelle Nummer hier, aber nö. So, alle hopp. Komm her. Füge dich der Masse und leg dich gerade hin. Nö. So, und so, vielleicht, nee, ja, ja, nee, hallo? Du hast ja keinen Bock anscheinend, oder? Komm mal her, so, so ungefähr geht das schon. So, du da unten, immer gerade, gerade. So, weitermachen.
Du bist so einer. Ja, gut. Guck mal her. Haben wir selten, aber haben wir bei, ne? Ab und zu hast du mal so einen Kollegen hier, der meint, der muss andersrum sein. Ist ja kein Problem. Ja. Wir nehmen sie doch alle. Was ist denn los? Ja. Mir scheint, ich verstehe, was hier schon wieder Phase ist. So, wir müssen euch alle nochmal miteinander bekannt machen, oder? So. Das ist der nette Anhänger mit dem Autolaut. Der fragt euch, ob ihr mit wollt. Und ihr braucht einfach nur aufsteigen. Braucht ihr auch nicht scheu sein oder so. Hier beißt keiner. Spätestens beim Sägewerk. Vorher passiert euch nichts. Ne? So. Genau. Also. Schön ruf. Nicht wie ein Stapel, Mann. Ja. Wir fahren mal ein Stück vor. Vielleicht klappt das ja dann wieder. So semi-cool. Wir fahren noch ein Stück vor. Okay, er möchte immer am ersten Rad sein Holz entgegennehmen. Mir scheint, den kriegen wir hin. Oder auch nicht. So, pass mal auf. Hier liegen noch zwei. Die haben so irgendwie keinen Bock. Aber das ist mir egal. So. Und du. Obwohl du schwer bist, nehme ich dich trotzdem in der Hand, weil ich habe Superkraft. Genau. Und dann probieren wir den ganzen Quark einfach nochmal. Pass auf. Siehste. Von wegen, der will nicht. Also hallo. So, den da hinten, den nehmen wir auch noch runter. Den packen wir natürlich wieder daneben. Oder packen wir den gleich selber auf. Kriegen wir das hin mit der Hand? Jo, ich denke mal schon. Wir sind ja der Forstarbeit bewandert. So ein bisschen. Guck mal, wir schieben einfach nach und dann ist alles schön. So, bis Anschlag rin. In eine Ritze. So. Perfekt. Jetzt müssen wir den ganzen Käse hier nur noch beiseite fahren, dass wir hier wieder vernünftig durchkommen. Wir fahren einfach mal rückwärts. Das können wir übrigens ausschalten. Warte mal. Wir stehen hier. Habe ich gerade beschlossen. Perfekt. So, abkumpeln. Mal die Optik ein bisschen verringern hier. So, sieht die Sache doch schon viel besser aus. Dann holen wir uns jetzt unseren Tieflader. Durchdrehende Räder, der Mac kann das ja nicht erwarten. So, wir bewegen uns Richtung Hof und dann holen wir uns den Tieflader und dann ab zum Shop Harvesterkofen. Ja. Wenn wir jetzt noch einen Dolly hätten, könnten wir den Tieflader hinter den anderen noch hinterhängen und schon mal nochmal eine Runde Holz verkaufen, aber wir fahren erstmal ein paar Pappeln platt. Ne? So dringend haben wir das jetzt auch nicht. Wie gesagt, wenn wir den Harvest gekauft haben, dann haben wir immer noch 2-3 Mark über. Weil ich glaube, der kostet hoffentlich mit den Änderungen nicht mehr, wie wir haben. Dann wäre ich kurz traurig, aber dann ist es so. Da müssen wir halt mal eine Brennholzpalette veräußern oder so. Ja? Okay. So, ab nach dem Shop. Na, dann machen wir hier mal das gleiche Spiel wie beim letzten Mal, oder? Wir fahren das hier so ein bisschen auseinander. Die ganze Apparatur könnte schon mal reichen. Dann klappen wir den da auseinander, fahren ein Stück vor. Wieder über Magnetkupplung, im wahrsten Sinne, hier. Richtig so eine starke da, guckst du durch. Ja, hast du noch nie gesehen. Verrückt. So, wir gehen in die Fahrzeuge und holen uns hier bei der Forstmaschinerie den Harvester. Nun ist die Frage, wie machen wir uns den schön farbentechnisch? Felgenfarbe. Das ist hier so eine Metallic-Geschichte, ne? Na, ich habe gerade überlegt. Ja, irgendwas Cooles wäre eigentlich cool. Weil sonst wäre der nicht cool. Hier sind schon schöne Farben bei. Bloß, das soll auch nicht wieder aussehen wie so ein Zirkusfahrzeug. Die Farbe ist verschoben, die ist ja da jetzt. Hallo? Dann nehmen wir die. Wobei, ne. Dann wäre ich lieber für Oliv, oder? Guck mal hier. Für die Olive. Ferienfarbe Olive. So. Sieht sehr militärisch aus. Aber Designfarbe machen wir schön. Also, das hatten wir schon mal, oder? Ne, warte mal. Äh?
Das denn so ein schönes Türkis? Sag mal, ich hab's doch auch hier irgendwie irgendwo. Fällt ja nicht auf, weil da was Grünes, ne? Yellow Myrtle, dann nehmen wir hier metallische Yellow. So. Trillerberg. Oh, mit Ketten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich mag dieses grobe Stollenprofil ziemlich doll. So, was hat er denn hier alles? Ketten. Ketten und Gliederketten. In allen möglichen Formfarben. Wow, hier, guck mal, schöne Breitreifenketten. Aber die sind halt so neonblau. Irgendwie nicht so hübsch eigentlich. Aber es ist halt voll die Forstgeschichte hier, ne? Das sind richtig. Die waren ganz schön grob gerade. Guck mal, da haben wir die nur vorne. Jetzt kann ich mir nicht entscheiden. Die sind breit. Breit ist ja nicht so cool, aber dann hätte ich lieber welche. Dann lieber die, oder? Ich glaube, Ketten sind schon nicht schlecht. So, dann haben wir hier einen Schutz für die Fenster und für den Motor. Und wir nehmen einfach immer alles, oder? Hinten mit einem Schutzgitter, an der Seite mit Schutzbügel über die Haube und für das Fenster vorne. Genau. Wir nehmen volle Kanne Positionsleuchten, ja. Motorenausführung, volle Pulle, 399, wir sind leider schon drüber, jetzt bin ich, nein, wir sind 500 Euro über dem Budget, ernsthaft jetzt, immer noch, der Schutz macht es. Ganz knappe Nummer. Dann haben wir noch 48 Euro. Wir könnten noch ein bisschen mit der Farbe rumspielen, oder? Felgenfarbe. Könnten wir eigentlich passend machen. Würde mir so besser gefallen, glaube ich. Und Hauptfarbe machen wir denn aber schwarz oder was? Dark. The Black One. Und dann können wir uns den immer noch leisten. Hoho. Und diese Einfarbe, jetzt seht ihr, Neongrün sieht auch viel cooler aus. Dann haben wir noch 500 Euro über. Ist mir bald lieber. Komm, wir machen den so. Schöne schwarzen. So, zeig mal her. Da steht das neue Ding. Ja. Ich mag dieses Fahrzeug. Hat zwar richtig bescheuerte Hub, aber hat hier Weihnachtsbaumbeleuchtung. Guck mal hier an der Kabine, da. Tada, mit Positions... Hallo? Mit rote Positionslampen. Sehr schön. Fette Boom-Bass-Boxen. So, jetzt müssen wir das Ding noch aufladen irgendwie. Muss ich sagen, in schwarz mit den Ketten? Gefällt er mir. Ja, wirklich, also ein cooles Ding. So. Ehre. So, Licht aus. Hoho. Endlich unser eigener toller Harvester. So, dann fahren wir einen LKW ran. Dann kumpeln wir die Sache mal zusammen und ab nach Hause. Können wir theoretisch schon mal eine Runde Holz verkaufen fahren? Wir haben echt, wir haben so wenig Geld, ne? 548 Euro. Eigentlich immer ja nichts. So, feststrapsen, Digga, nett. Oder was? So, und da hat es schön regnet. Ist halt eigentlich. Wieso hängt denn er so schräg? So schwer ist der Harvester doch. Oder er hat einfach den unfassbaren Drehmoment, dass sich die ganze Karre verwindet, weil der Motor ist ja längs eingebaut, ne? Wie auch immer sei, wir fahren jetzt nach Hause mit dem Ding. Wir haben einen neuen Harvester. Geil.
Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass der Bagger so von der Steuerung her ein bisschen cooler ist. Funktionstechnisch war er auf jeden Fall vorne mit dabei. Ganz weit vorne. Aber er war halt so langsam. So unfassbar langsam. Da habe ich mich oft gesträubt, wirklich Holz zu roden mit dem Ding. Weil du brauchst halt für jeden Baum gefühlt ein halbes Lichtjahr. Und deswegen dachte ich mir, nimmst du wieder den schönen Harvester. Den hatten wir jetzt nur mittlerweile schon ein paar Mal. Aber der bringt es halt. Ne? Ist halt so einer von den Dingern, die man halt verdammt gut brauchen kann. Der ist schnell, der ist relativ präzise in der Handhabung, wenn man weiß, wie geht, sehr einfach. Damit kann man wirklich sehr produktiv arbeiten. Gut, die Holzstapel, die liegen wie so ein riesengroßer Haufen voller Kuddelmuddel, aber gut, ne, mit Autoload kriegen wir das auch irgendwie alles gewuppt. Ist halt immer noch besser, als mit dem Radlader da schön Mikado-Spielchen draus zu machen. Von daher funktioniert die Sache schon. So, wo hängen wir den ab? Hier vorne, oder? So. Dann machen wir hier erstmal die Strap-Ons ab. Dann trennen wir die Geschichte hier. Reicht das? Ich glaube, das reicht, oder? Ja. Dann begeben Sie sich bitte von Ihren hohen Ross herunter. Bitte, danke vieles. Ja. Sehr schön. Also mit den Ketten kannst du überall lang fahren, oder? Das wäre ja kein Problem. So, erstmal schön dreckig machen. Über den ersten Baumstuppen fahren. Gleich die erste Kette schön zerwamsen. Einwandfrei. Okay, du stehst da gut. Dann bringen wir den Tieflader weg. Dann will ich euch verzeihen. Ja, habe ich die mir letztes Mal noch schnell gemacht. Achso, und ich habe nebenbei die 5000 Spielstunden auf Steam voll im LS19. Fällt mir gerade so ein. Es ist passiert, ja. Ich glaube, ein Achievement habe ich nicht bekommen. Vielleicht sagt der Steam jetzt auch bei Giants Bescheid und sagt, ey, wir haben hier so einen Bekloppten, der spielt nicht ständig euer Spiel. So. Und schafft es nach 5000 Spielstunden immer noch nicht, an dem Baum vorbeizufahren. Oder nicht durch die Frucht zu fahren. Also, irgendwas stimmt mit dem nicht. Na? So. Hier steht da, was packt denn der da unter? Was ist das? Wo hast du denn die Klötze her, mein Freund? Ha? Dann hängen wir die Bienenholz-Trailer wieder hinter. Und dann... Ja, es regnet, ne? Heißt, die Sonne scheint nicht, wäre eigentlich bald das perfekte Wetter, um so ein paar Holzstuppen wegzuhacken. Dafür müssten wir aber die Brennholzpaletten erstmal wieder irgendwo aufladen. So. Okay. Ihr seid hier wieder connected. Sehr schön. Hier steht echt viel Geld rum, ne? Wir haben nämlich immer ja nichts. 548 ist immer nichts. So, ich wollte euch aber was zeigen. Und zwar habe ich mir überlegt, beim Bäumefällen, dass ich die hier nicht fälle. Die bleiben stehen, die Kollegen, und habe mir hier nochmal so einen Weg eingemalt, dass ich hier an der Straße entlang die Bäume stehen lasse. Alles, was links hier den Berg hochiert, das wird gerodet, das wird fällt, und alles, was hier rechts steht, das hier, die bleiben stehen. Da werden vielleicht noch ein paar ausgedünnt oder so. Mal gucken, dass wir hier so ein klein bisschen Wald uns erhalten, ne? Weil wir sind ja der Bauer im Wald. Wenn wir hier überall Acker machen, wäre das nicht so schön. So, hier wird wahrscheinlich was wegkommen, dass wir hier wahrscheinlich vernünftig auf das Feld drauf kommen. So war mein Gedanke. Von oben fällt Regen runter. Ja, ich würde sagen, dann, ja, weiß ich nicht, fällen wir beim nächsten Mal so ein paar Bäume, dass wir den Trailer noch voll bekommen. So eine Reihe könnten wir noch weghauen, oder? Dass wir das Ding immer warm laufen lassen hier. Der ist ja noch nagelneu. Und dann bringen wir die Ladung nochmal weg, dass wir so ein bisschen flüssig sind im Portemonnaie. Dass sie quasi aus jedem Nahtloch wieder raustropft. So ist es immer schön. Und dann gucken wir, dass wir irgendwo die Brennholzpaletten aufladen.
Und machen die Dinger hier so ein bisschen nieder. Irgendwo, guck mal, wenn man hier langläuft, trifft man definitiv auf ihn, auf den. Da, so war da, guck mal hier. So, die Baumstuppen, die müssen natürlich alle entfernt werden. Na? Schön die Axt schwingen, die müssen wir vorne mal schärfen. Und dann läuft die Sache. Okay, Freunde, wir haben erfolgreich aus dem Geld, was wir hier gerodet haben, ein Harvester gemacht. Der steht da, der hört jetzt uns. Finde ich in Schwarz schon ein bisschen cool, der Gerät. Und damit werden wir viele, viele, viele Bäume fällen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Rinni hauen.